Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo H2N 4. Und zwar geht es heute wieder um die Frage große oder kleine Templates. Und zwar wurde in einem meiner Videos, die zwar nichts mit der Thematik zu tun hatten, aber da hat jemand darauf hingewiesen, dass dass hier ein YouTuber jetzt vor kurzem, ich glaube vor 3 Tagen oder so, 27.12., hat der den Test wohl gemacht, ob große Templates besser als kleine Templates sind. Das ist ja die Grundfrage dahinter, ne? 40er Breite gegen 20er Breite hat er wohl getestet und ist dann zu dem Schluss gekommen. Also ohne das jetzt zu viel zu spoilern zu wollen, das schalte ich mal kurz aus. Auf jeden Fall ist er zu dem Schluss gekommen, dass die großen Templates besser als die kleinen Templates sind und bringt auch sehr schön Testerweise dafür, zeigt die Formel, tut die Theorie dahinter erklären und sortiert das dann auch sehr schön eigentlich ein in den strategischen Kontext so ein bisschen. Also sprich, welche Vorteile haben kleine und große Templates, unabhängig davon, wie kampfstark die sind, ne? Vielleicht flexibler oder kosten XP, um die aufzubauen. Also diskutiert wirklich eine ganze Menge interessanter Punkte dazu. Habe ich, glaube ich, bei mir auch schon alle angesprochen. Aber dennoch, wenn man es hier nochmal haben will, und er präsentiert das halt auch schön mit Videobearbeitung, nicht so wie ich, einfach nur eine Excel hinklatschen, ne? Der macht das wirklich, glaube ich, auch mit After Effects und solchen Sachen. Also ich glaube, hier ist ein YouTuber, den kann man auch wirklich gut empfehlen, wenn ihr euch für Paradox-Spiele interessiert und das sachlich aufbereitet hier haben wollt und dann Sachen getestet. Also kann ich wirklich sehr gut empfehlen. Ich muss jetzt dennoch sagen, den Test, den er durchgeführt hat, er ist zu anderen Ergebnissen gekommen als ich. Ist das jetzt die Frage, habe ich schlampig gearbeitet, hat er schlampig gearbeitet? Ich habe tatsächlich zwei, drei Sachen gefunden, die meiner Meinung nach hier drin nicht richtig sind oder die nicht behandelt worden und relevant sind, wie zum Beispiel die Support-Artillerie, die er als relativ schwach einstuft in diesem Test. Tatsächlich aber nicht unwichtig ist, einfach deshalb, weil die halt keinen Geländenachteil bekommen, was er aber wohl nicht weiß oder nicht erwähnt zumindest. Und wenn ihr halt dann testet, große gegen kleine Templates, und ihr habt die halt 8-mal drin, ne, weil 8 Zehner gegen 2 40er, das ist halt 8 gegen 2 Verhältnis, dann macht das schon einen Unterschied in der Soft-Attack und so weiter. Aber mal abgesehen von solchen Kleinigkeiten und vielleicht, dass er nicht gezeigt hat, wie seine Testbedingungen sind, das finde ich nicht so dolle, weil man weiß nicht, ob der Test vielleicht verfälscht ist, ne, weil er vielleicht einen unterschiedlichen Tact hat, weil er unterschiedliche Doktrinen hat, weil er unterschiedliche, na, wie heißt das dritte da? Offiziere hat, ne? Weil er hier oben links dann draufklickt und so. Also die Testbedingungen hat er nicht sauber gezeigt, weswegen ich halt auch nicht nachprüfen kann, wie seine Testergebnisse, warum die so sind, wie sie sind. Aber er macht das mit Formeln, erklärt das und gibt zumindest ausschnittsweise seine Testbedingungen wieder. Und das sieht schon sehr sachlich aus und tatsächlich glaube ich, dass er das auch solide macht. Den Eindruck hat man zumindest, wenn man das ganze Video anschaut. Also da kann ich ja sehr empfehlen erstmal. Dennoch hat er jetzt andere Ergebnisse als ich. Und jetzt halt die Frage, ist er falsch? Bin ich falsch? Was ist bei wem falsch gelaufen? Für die, die es interessieren, eben für die Frage, große oder kleine Templates. Tatsächlich kommt jetzt die interessante Antwort. Wir sind beide falsch und wir liegen beide richtig. Ich habe den Test nämlich nochmal anders durchgeführt und mir dann nochmal verschiedene Daten angeschaut. Und es ist tatsächlich so, dass wir beide, also man kann die Frage nicht beantworten, sind große Templates besser als kleine Templates? Weil man kann sie nicht mit Ja und Nein beantworten. Und ich gebe jetzt keine lange Strategiediskussion, ich gebe euch ein paar Daten und Zahlen. Man kann die Frage beantworten, sind große Templates für den Angriff besser als kleine Templates oder sind kleine Templates für den Angriff besser als große Templates? So muss man die Frage stellen. Das heißt, wir haben beide eigentlich nicht die Frage falsch beantwortet, wir haben beide die falsche Frage gestellt, weil die Antwort, die ihr haben wollt, ist, wie müsst ihr eure Templates aufbauen für welchen Einsatz? Das ist ja die Frage, die dahinter steckt, ne? Und wenn man die Frage so stellt, wie er sie stellt, und ich habe sie ja genauso gestellt, und im Forum ist sie ebenfalls so gestellt, ist das einfach die falsche Frage, weil sie nicht zielführend ist. So, und jetzt gehen wir mal in meinen Test rein. Das ist nur die Empfehlung hier, dann könnt ihr euch auch gerne anschauen. Also ich denke wirklich, dass das mal ein YouTuber ist, den man empfehlen kann. Obwohl ich persönlich, mir ist ein bisschen zu langatmig gewesen, aber das ist eine andere Geschichte, wenn sich der eine oder andere fragt, warum ich nicht abonniert habe. Aber ich denke, dass der hat schon guten Eindruck gemacht mit Formeln und Nachweisen und alles, aber eben nicht so viel, wie ich ganz gerne gehabt hätte. Jetzt machen wir mal direkt erstmal bei uns. Was habe ich gemacht? Ich habe hier wieder mit dem Ding hier das aufgebaut, ne? Mit der Konsole habe ich das aufgebaut. Ich gebe euch gleich komprimiert die Ergebnisse. Ich zeige euch jetzt nur mal die Testbedingungen, die Test-Area, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich hier vorne zwei Templates gehabt mit 40er Gefechtsbreite und hier 8 Templates mit 10er Gefechtsbreite. Und ich zeige euch gleich, wie die aufgebaut sind und alles. Wichtig mir ist hier, ich hoffe, dass das Video das aufnimmt, das Bild, das sah gerade so komisch aus. Wichtig hierbei ist halt, dass man halt vorher diese Sachen hier zeigt. Also ihr müsst hier zum Beispiel alle Offiziere rausschmeißen, weil die können verschiedene Sachen machen, ne? Mehr Orga geben und was nicht alles, mehr Recovery und was. Da gibt es halt viele Dinge, die die machen können. Die müsst ihr alle rausschmeißen, das hat er ja zum Beispiel in seinem Test nicht gezeigt. Also ich will ihn jetzt nicht unnötig kritisieren, ich will nur zeigen, wenn man so einen Test macht, dann muss man halt auch wirklich nicht nur sich die Formel anschauen, sondern muss auch wirklich das Drumherum komplett beachten, weil das massive Unterschiede zur Folge haben kann, ne? Mal 10, 20% Orga oder was auch alles dabei ist. Deswegen muss man halt gucken, ob das hier ist. Also ich habe hier zum Beispiel das rausgeschmeißen. Ich kann euch auch für Deutschland gleich zeigen. Da muss man im Tag reingucken, muss zum Beispiel hier die auf dem gleichen Tagstand machen. Hier der Tag zum Beispiel wichtig, weil man sonst Kampfunterschiede nachher bekommt.
Und dann hier ist natürlich die Texte, dass die auf selber Höhe sind, überall ist wichtig. Ne? Auch für das Support-Equipment, was man benutzt, für die Artillerie, die man benutzt, für die Packs, die man reinpackt und so weiter, ist wichtig. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sind die Templates aufgebaut? Da müsst ihr dann auch reinschauen. Das wäre dann hier vorne die 10er, 40er Templates. Und hier müsst ihr halt auch die Frage stellen, wie baut ihr die auf, wenn ihr das testet? Also ihr könnt ja Gefechtsbreite 40 testen mit zum Beispiel nur Infanterie und einer Support-Artillerie oder ihr testet das mit all dem Krempel bei. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Test hier in den Support alles reingepackt, was im Grunde genommen den Soft Attack erhöht. Einfach weil, wenn ihr ein 40er nimmt und 4 10er dagegen setzt, dann und ihr habt das Support-Equipment hier nicht reingemacht, dann werden die großen Templates relativ zu den kleinen Templates nämlich gebufft. Und da müsst ihr das halt voll machen mit allem, was hohen Soft Attack gibt und später wahrscheinlich noch Rocket Artillery reinpacken. Dann wird das noch mehr zugunsten eigentlich der kleinen Templates laufen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in dem Video war. Ich habe das nur mal wieder kurz überflogen, habe aber keine Template-Übersicht dazu gesehen. Und er hat ja gesagt, dass er die Support Artillery als nicht so stark einstuft und hat eben auch vergessen, welche Vorteile die im Gelände und so weiter bringt. Von daher, ich hatte den Eindruck, dass das nicht da drin enthalten war. Aber ich will nur sagen, selbst wenn ihr die Tests jetzt sauber durchführt, ist halt auch die Frage, wie ihr die aufstellt, ob ihr die eben mit Support-Equipment aufstellt, welches Support-Equipment. Ne, habe ich zum Beispiel hier das Rocket Artillery drin statt dem Pionier meinetwegen und lasse ich den mit Pionier angreifen oder nicht und wie ihr das aufbaut, ist halt auch wichtig. Also nur wenn man unterschiedliche Ergebnisse hat, heißt das wahrscheinlich nicht, dass irgendeiner falsch liegt. Dennoch denke ich, fast unabhängig davon, wie ihr das aufbaut, werden wir wahrscheinlich immer zu den gleichen Ergebnissen kommen, die er und ich hat und beide sind halt nicht zielführend, weil es die Fragestellung nicht beantwortet am Schluss. Wenn man sich nochmal anguckt, was passiert, wenn man ein paar Szenarien durchspielt. Ich weiß ja, sehr abstrakt. Jetzt machen wir mal trotzdem weiter. Das war für die Seite hier vorne. Ich kann euch das auch gerne für Deutschland nochmal zeigen, damit ihr seht, dass das sauber getestet wurde. Aber an der Stelle, ne, hier vorne alle rausgekickt. Wenn ihr übrigens da draufklickt, wenn ihr einen drin habt, klickt drauf, könnt ihr dann umsonst rauskicken, wenn ihr es vielleicht nicht wissen. Dann könnt ihr hier nochmal reingucken, der Tech Tree und so weiter. Immer kurz durchklicken. Ich habe die halt mit dem Mod alle auf den gleichen Level gebracht. Doktrinen auch ganz wichtig, ne, hier vorne. Ich musste die alle drei aktivieren. Ich habe es bei allen aber gleich gemacht und da ist ja kein Unterschied. Genau, hier unten, die sind zwar aktiviert, die waren im Pol nicht aktiviert, aber ich habe halt zuletzt immer die rechten aktiviert, weswegen immer der rechte aktuell war. Aber das sollte eh keinen Unterschied machen hier. Gucken, dass der keinen Fehler macht. Ihr macht halt schnell Fehler, genau. Also selbst wenn das hier aktiviert gewesen wäre, also es wird immer das letzte aktiviert, was ihr anklickt, ne? Aber selbst wenn das aktiviert gewesen wäre, ist es nur für Panzer, es waren keine Panzer in den Templates drin. So, ne? Aber immer wieder kontrollieren. Das ist so komplex, das Thema. Ich muss das, glaube ich, 10-mal überprüfen. Also da kann immer ein Fehler unterlaufen. Also checkt ruhig auch die Zahlen, was ich da gemacht habe, wenn ihr da was seht. Aber ich glaube, selbst wenn der Orga plus 3 ist, macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Also selbst wenn er das dann auch nicht getestet hat, weil er zeigt das halt nicht, ob er das ordentlich gemacht hat, denke ich, wird es wahrscheinlich trotzdem die Ergebnisse nicht ändern. So. Dann jetzt die Templates hier vorne nochmal zeigen. Ich kann euch das aber auch hier zeigen, weil ich habe das jetzt hier aufbereitet, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Hier sind die Templates, die wir haben. Na, hier oben sind die 40er Templates, hier sind die 10er Templates. Und mein Szenario ist natürlich, wir wollen das Maximum, wir wollen in die Extreme testen. Das heißt, wir haben immer zwei 40er gegen 8 10er. Und wenn ihr dann die Zahlen aufbereitet dabei, dann habt ihr eben bei den zwei 40er Templates kommt ihr auf 547 Soft Attack und 163 Orga. Und wenn ihr die 10er Templates mal 8 macht, dann kommt ihr auf 784 Soft Attack. Das heißt, ihr habt 43% mehr Soft Attack als die großen Templates haben, obwohl die halt gleich aufgebaut sind. Der Unterschied ist halt einfach, dass ihr mehr Support Equipment habt, das heißt aber auch, die kosten dann mehr. Aber das ist ja mein Punkt. Das Support Equipment gibt euch 43% mehr Soft Attack, als das hier vorne bei den großen Templates der Fall ist. Einfach weil die es nicht reinkarren können, das Zeug in diesem Umfang, wie die kleinen Templates das machen können. Ne? Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Fehler gemacht habe. Nee, nee, mal zwei war richtig. So, also von daher habt ihr mit den kleinen Templates massiv mehr Soft Attack. Nun ist der Punkt, der zeigt das in seinen Formeln ganz schön, der eine Kamerad hier, dass, glaube ich, jeder Soft Attack, der die Defense des Gegners überspringt, irgendwie 3 oder 4 Punkte so wertvoll ist. Muss man natürlich die Orga gegenhalten, weil, ne, die anderen Templates auch höhere Orga haben, das hat ja auch einen Wert. Jetzt kann man hier stundenlang Rechnungen durchführen und Theorie aufbauen und der macht auch schöne Theorien. Ich könnte auch Excel-Tabellen dazu machen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, wenn man die jetzt so, wie die sind, ins Feld führt und einfach kämpfen lässt, sich dann die Ergebnisse anschaut. Das ist, glaube ich, wichtiger, als die Theorie anzugucken, weil die Praxis relevant ist. Und dann gibt es ja dann nochmal Sachen, die dann auffallen, die vielleicht in der Theorie nicht aufgefallen wären. Und auf jeden Fall, der Punkt ist hier, ihr habt mehr Soft Attack mit den kleinen Templates und mehr Orga mit den kleinen Templates als mit den großen. Dafür sind die großen preiswerter. Das ist wieder die strategische Frage, was sich für euch dann wahrscheinlich lohnt. Aber jetzt geht's los. Was sind die Kampfergebnisse? Ich habe beide Templates angreifen und verteidigen lassen, gegen eingegraben jeweils immer. Und ich habe das fünfmal durchgeführt und dann die Durchschnittswerte davon genommen. Tatsächlich habe ich es mehr als fünfmal durchgeführt, aber fünfmal immer nur in einem Ding hier gemacht. Ich habe das persönlich dreimal durchgeführt, die Fünferrunde, nur um zu gucken, ob es wirklich Unterschiede gibt. Ich habe, das muss man übrigens auch noch sagen, ist auch bei dem Test so eine Geschichte. Ihr müsst immer wieder
müsst ihr die Erfahrung von denen runterbringen. Ne? Wenn ihr zu oft diese Tests macht oder wenn ihr die vorhandene Einheit nehmt, kriegen die Erfahrung. Die könnt ihr dann hier vorne, könnt ihr einfach das Template, könnt ihr umbauen und dann verlieren die hier Erfahrung. Wenn ihr jetzt nicht okay klicke, geht die zum Beispiel runter. Es ist halt wichtig, dass sie alle den Anfängerstatus haben. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß halt auch bei seinem Test nicht, ob er das gemacht hat, weil er es ebenfalls nicht gezeigt hat. Wie gesagt, ich denke, weil wenn man sich das anguckt, ne, wie er da durchgeht mit den Formeln und so, ich glaube schon, dass er das alles gemacht hat. Auf der anderen Seite hat er halt zwei, drei Sachen übersehen. Aber ich denke, dass keine dieser Sachen, selbst wenn er sie nicht gemacht hat, den Test, den er gemacht hat, anders ausgehen lässt. Vermute ich zumindest. Aber ne, deswegen sauber zeigen ist, glaube ich, wichtig, damit man eben nicht sich wundert, hätte das vielleicht einen Unterschied gemacht. So, jetzt hier, aber zurück zu unserem Test. Das sind die Ergebnisse dann davon, von den Schlachten hier vorne, für die eine und die andere Seite im Angriff. Hier ist die Angriffsseite mit den großen Templates, hier ist die Angriffsseite mit den kleinen 10er-Templates. Und die Ergebnisse hier vorne, kann man sie jetzt lange lesen, wenn man möchte. Ich habe die hier in der Excel nochmal minimal aufbereitet. So, im Grunde genommen war das so, wenn die großen Templates angegriffen haben, dann haben die im Schnitt 2886 Manpower verloren. Ja, das gibt ja auch irgendwo den Geräteverlust wieder, weil die ja vergleichbares Gerät haben. So, haben die kleinen Templates angegriffen, haben die 9758 Manpower verloren. Das heißt, die 10er Templates waren im Angriff, haben die massiv höhere Verluste gehabt als die 40er Templates. Das 40er Templates waren also im Angriff massiv besser und der Winner. Das heißt, wenn ihr Offensiven massiv anführt, dann solltet ihr die großen Templates nehmen. Das wäre der Schluss hier raus. Interessanterweise ist aber jetzt, wenn ihr verteidigt, waren die 10er Templates massiv besser als die 40er Templates. In der Verteidigung haben die 10er Templates nur 500 Manpower, 506 Manpower verloren, während die 40er Templates verteidigt haben, die 1874 Manpower verloren haben. Ich könnte euch jetzt auch Klärungen und Formeln dazu runterrattern, wegen Breakthrough und Defense und wie der Buff dann prozentual auf absolute Werte ist. Ne? Also das könnte man halt unendlich lange führen und auch am Support Equipment lag das. Und man kann die Zahlen auch ändern, wenn man Rocket Arcley dazu packt, ne, und die Pack rausnimmt und sowas, gerade bei Infanteriekämpfen. Aber die Kernaussage hier ist einfach, wenn ihr jetzt wissen wollt, sind große Templates besser als kleine Templates, dann ist das die falsche Frage. Die Frage müsste sein, sollte ich für den Angriff große oder kleine Templates nehmen? Sollte ich für die Verteidigung große oder kleine Templates nehmen? Und die Antwort wäre dann anhand dieser Tests, die ich hier habe, für den Angriff solltet ihr große Templates nehmen und für die Verteidigung solltet ihr kleine Templates nehmen. Das wäre die Antwort, die man hat, weswegen ihr die Frage halt anders stellen müssten. Deswegen würde ich nicht sagen, der andere YouTuber hatte Recht oder Unrecht und ich hatte Recht oder Unrecht bisher. Wir haben nur beide halt die falschen Fragen gestellt. So, und ich meine, wahrscheinlich, wenn die Patch jetzt rauskommt mit dem neuen DLC, wird das wahrscheinlich wieder alles umgeworfen. Aber im Moment würde ich halt anhand dieser Ergebnisse sagen, wenn ihr in die Offensive geht, sagt ihr, ihr spielt die Deutschen, dann macht euch ein paar 40er-Templates, die in die Offensive gehen. Und die Flanken, die ihr haltet, also ich kann euch das ganz kurz zeigen, was man halt häufig macht, wenn man eine große Front hat, ihr könnt ja nicht hier ein 40er-Template, hier ein 40er hinpacken, ne? So, ihr könnt ja die Front ja nicht abdecken, gerade wenn ihr als Deutscher so nach Russland geht. Das geht ja nicht. Ne? Ich will nicht zu viel Strategiediskussion jetzt machen, das könnte man wieder endlos weiterführen. Und der gute andere YouTuber, der macht das eigentlich ganz schön, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ich habe es in meinen Videos, glaube ich, auch mal ein paar Mal erwähnt. In jedem Fall, ihr könnt ja keine riesen Templates aufbauen, wenn ihr eine große Front abdeckt. Und da könnt ihr die ja tatsächlich machen, dass ihr jetzt zum Beispiel einen Feldmarschall nimmt, der nur mit 10er-Templates arbeitet, der die ganze Front hält. Und da, wo ihr angreift und durchbrecht, da macht ihr 40er-Templates, die ihr dann General gibt. Und das macht auch Sinn von der XP-Verteilung, wie die Divisionen XP für die Generäle und Feldmarschalle generieren. Das wäre, glaube ich, das Beste, was man jetzt da rausziehen kann. Speerspitze mit großen Templates und die Hauptverteidigung mit kleinen Templates, die können dann auch bei Flanken ein bisschen helfen. Das macht dann auch noch vielleicht mal Sinn, damit man mehr Gefechtsbreite kriegt und so weiter. Ja, und das ist quasi alles. Ich will das nicht zu weit jetzt in die Länge ziehen. Das sind die Ergebnisse und was man daraus schließen kann. Und tatsächlich bin ich selber überrascht gewesen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass im Angriff und Verteidigung so massive Unterschiede da gibt. Also ist ja hier immer ein Faktor von 3 bis 4 ungefähr im Unterschied, wenn ihr mal guckt, bei den Verlusten. Und man muss halt wirklich sagen, dass die 40er-Templates einfach massiv besser im Angriff sind, während die 10er-Templates massiv besser in der Defense sind. Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Sache. Ja, ich glaube, das ist eigentlich alles, was dabei fertig ist. An der Stelle würde ich euch sonst noch halt wünschen, dass ihr meine Zahlen kontrolliert, soweit das irgendwo geht. Auch die Testbedingungen, ob ich irgendwas vergessen habe, ob ich hier was falsch angeklickt habe. Ne? Kann ja immer mal vorkommen. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass ein, zwei kleine Unterschiede hier, wenn man irgendwas falsch gemacht hat oder wenn er was vergessen hatte, dass das wirklich irgendwelche anderen Sachen Unterschiede erklärt oder die Ergebnisse verändern würde massiv. Ich weiß nur für mich, dass ich jetzt in der Zukunft mit zwei Templates arbeite, 10er und 40er.
Und, oder meinetwegen auch 10er und 20er oder 10er und 30er oder wie ihr wollt. Ein großes und kleines eben für verschiedene Aufgaben. Und das wirklich halt dann auch viel flexibler ist das Ganze und viel effektiver. Ich würde trotzdem wahrscheinlich nochmal hinterherwerfen, also ich will auf jeden Fall nochmal hinterherwerfen, dass das hier wirklich immer nur Punktbetrachtungen sind. Weil sehr häufig gibt es halt auch Gründe, die Templates doch anders aufzubauen. Selbst wenn ich in der Verteidigung bin, vielleicht große Templates aufzubauen, wenn ich einen Angriff bin, mit Kleinen zu arbeiten, aufgrund von XP-Fragen. Also habe ich zum Beispiel ganz viele Panzer bei mir drin, ja, in der Armee, dann will ich halt die XP nicht in ein 40er-Template investieren, gerade im Early-Game nicht, ne, weil ihr die XP einfach in verbesserte Panzer investieren wollt zum Beispiel. Ist auch die Frage, habt ihr vielleicht Mods drin und so weiter, ist auch die Frage, seid ihr 36, 39, 42 oder die Frage, was ist euer Gegner, ne? Ich glaube, da gibt es noch sehr viele Gründe, die Templates anders aufzubauen. Das ist wirklich nur Punktbetrachtung, aber wenn man die halt so machen möchte, dann, ne, Verteidiger kleine Templates, Angreifer große Templates, go, go. So, das wäre die Geschichte. Ja. Ich hoffe, der eine oder andere hatte was von uns ziehen können. Ich würde nochmal trotzdem nochmal hinzufügen am Schluss noch letztendlich, wenn das neue DLC rauskommt mit der neuen Hierarchie und dann auch mal, wie man XP sammelt und noch ein paar andere Veränderungen, muss man wahrscheinlich das hier auch nochmal neu bewerten. Aber ja, für die nächsten 2 Monate kann man das vielleicht benutzen. So, in dem Sinne, ciao, ciao.